Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outriders. Wir sind hier in einem Art Schrein von einem Kult. Die haben wir in der letzten Folge ja ordentlich platt gemacht. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptstory. Genau. Hauptstory mal weiter. Habe ich schon uns hinterpretiert. Ja. Und wir haben in einer Folge zwei Bossfights platt gemacht. Das ist atemberaubend, wirklich. Leute, schaut euch das Glück. Video an. Wir kommen voran, ne? Ja, Wir kommen voran. auf jeden Fall. Wie gesagt, wir Das spielen ist auch schön. weiter auf Weltstufe 5, weil sonst sind die Gegner einfach zu stark für uns, sagen wir mal. Wenn wir bessere Waffen haben, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, auch wenn nicht, wir müssen uns das ja nicht unnötig schwer machen, ne? Wir müssen Nö. uns ja jetzt nicht da quälen. Alles klar. Achso, ich habe ja eine neue Ausrüstung bekommen. Nix, ich habe auch eine neue Waffe, eine Schrot. Du hattest nie eine Na. Chance. Nein, das geht wieder los. Geht gleich wieder los, ne, mit zwei Ja, Hackstückchen. ja. Da kommen sie wieder, die hackfleischhackenden Zahacker. Alter. Wie er da hinten einfach mit seinem RPG reinschießt. Ja, ist doch gut. Was muss, das muss. Ja, ich bin Stufe 13 und kann eine neue Fähigkeit auswählen. Ich muss noch ein bisschen. So, das probiere ich mal kurz aus. Hier ist eine Kiste, ne? Wo ich Ich bin. bin schon unterwegs, ich bin schon unterwegs. Keine Sorge. Ich brauche dafür nicht so lange, weißt du? Sieht nach alten Mal raus und Berichten aus. Tastatur geht das ein bisschen schneller, ne? Ja. Yeah! So, mach auf den Drobel. Ja. Hier unten ist Munition. Und noch ein Lager. Was? Und noch ein Lager. Ja. Ja. Den Laden. Oh, hier sind überall Zäune, ne? Heißt nichts Gutes. Ah. Oh, ein Mörser. Wirklich. Ja, schon wieder so ein Spasti-Mörser. Ja, zwei Stück. Einer ist tot.
Alter, mein Leben, Junge. Ich bin tot. Ich fick in Arsch. Ich glaube, wir sollten mal öfters in Deckung bleiben und nicht immer vorlaufen. Ja, ich heile mich halt, wenn ich schießen tue. Ja, also, wenn ich Gegner treffe, heile ich mich durchgängig. Okay, ja, ich nicht. Irgendwie. Du machst schon weiter. Ja, warum? Wo bist du denn? Weil ich noch gerade meine Fähigkeit wieder geändert hatte. Bist du behindert, wie er weggeflogen ist, tot? Was ist passiert? Oh, warte. Danke. Dass man keine Granaten hat, ne? Ja, das geht mir ein bisschen auf die Nerven, weil ich die ganze Zeit, ich drücke auch die ganze Zeit G, aber es passiert da nichts. In Deckung. Oh, Sniper sind ja auch da. Ja, ja, die ganze, alles was sie haben, fahren sie gerade auf. So, der Bunker ist sauber. Ja, ich hab die beiden Dicken, ne? Ja, ich hab ihn weggemacht. Mit dem Raketenwerfer. Oh. Jawohl, Stufe 13. Geil. Lebenswille. Okay, guck ich mal. Gadget Heilung. Entfesselt deine Energie, um allen Spielern 66% und deinen Geschütztürmen 66% Leben zurückzubringen. Und zwar in beliebigen Entfernung. Deine Geschütztürme draus machst, ist das natürlich geil, ne? Wenn du mit den Geschütztürmen jetzt regelmäßig schön werfen tust, dann ist der quasi unendlich da, ne? Ja. Das ist halt natürlich geil beim Bossfight oder so, wenn du den dann heilen tust. Ich mach hier mal die Tür auf, ne? Ja. Ich habe jetzt aber das rausgenommen für das Gewehr, ne? Ja, das ist ja sowieso nur für dich selber. Hey Sahidi, hier oben gibt's doch nur Monster und Rebellen, richtig? Warum sind diese Felsen dann so heiß begehrt? Wegen dieses Turms. Du weißt, warum wir ihn gebaut haben, oder? Er war unsere letzte Hoffnung, das Signal zu finden. Aber es sieht er aus wie Herrn Helms Klamm hier oben, ne? Ja. Hier ist noch was, ne? Die Rebellen haben den Turm irgendwann eingenommen und alle abgeschlachtet, ohne zu wissen, wofür er ist. Dieser Berg hätte uns vereinen können. Stattdessen war er nur ein weiterer Misserfolg. Er hätte Fahrkette, ne? Trotzdem versucht ihr es weiter. Warum? Weil wir müssen. Dann gehen wir nach oben, ne? Ja. Machen wir weiter. Genau. Geht schon richtig ab, ne? Ja, das ist schon Fetzerei. Bockt halt auch, ne?
Ja, oben erst lang, ja, ne? Ja, und dann unten. Obwohl, ich glaube, die Wege... Das ist eine Küste. Ich krieg halt auch nur Sniper, ne? Oh, kommen wieder Affensöhne. Ja, erstmal kommen die Zacker wieder. Ja, eingefroren ist. Ja. Alter, was hier alles drin ist. Steht was. Oh. Nächster? Ja. Oder machst du noch was? Nee, ich mach nichts mehr. Okay. Oh, gleich eine Truhe. Alter, die Waffe ist halt richtig gut. Oh, noch mehr Gegner, ne? Warte mal kurz, bevor du weitergehst. Was? Oh. Alter, die sind voll stark schon, ne? Ne? Wir sind schon richtig stark. Ja, ja. Fleisch, zack, nur Zacker wieder. Alle ich tot. Noch nie auf. Ah ja, Alter, ja. Ja, du hast uns gerade geheilt, ne? Ja. Ja, weil man Rüstung und sowas hat, da man auch gerade. Alter, wir haben sie platt gemacht. Wollen wir erstmal oben lang gehen? Die Frage ist, wenn wir jetzt die schon so rasieren, ne? Ob wir jetzt eine Stufe hochstellen oder nicht? Achso, hier können wir rein. Hier ist eine Truhe, ne? Unten. Ja? Warte, ich komme gleich. Ja, kannst ja die Truhe auf, die Sachen einsammeln. Oder sagst du, bleiben wir weiter auf 5? Ja, lass uns noch ein bisschen auf 5 bleiben. Okay. Ich will die noch kurz ausrüsten, die Sachen. Ja, ja, alles gut. Ja, nicht, dass du gleich durchs Tor gehst, weißt du? Nein, alles gut, Alter, ich stehe hier. Chill, Alter. Kein Stress. Kriegen wir alles hin, ne?
Boah, ist auch nichts Gescheites dabei, ne? Eieiei. Nee, klar, es gab ein paar Sachen, aber der Rest, ja, der war nicht irgendwie geil. Wie ich aussehe. Nee, ich passe gerade meine Sachen an, damit ich mal wieder so einigermaßen vernünftiger aussehe. Alter, du hast ja eine blaue Waffe. Mhm. Das war ja die legendäre, die ich bekommen habe. Von der Quest, ne? Mhm. So, gehen wir. Hast du gut gemacht. Danke. Bitte, gerne. Hier ist eine Rüstung, hier ist eine Kiste. Eine Rüstung, eine Kiste? Was ja, denn? Ja, ja. Ich komm ganz durcheinander hier. Priestkiller hat schon wieder Sprachprobleme. Usch. Ich deutsche bitte Sprache sperre. Alter Maul, Junge. Hier ist noch eine Kiste. Ja, Munition haben wir doch. Ja, bist du aber trotzdem drauf reingefallen. Ja, durch wie viele Türen müssen wir denn jetzt noch? Gut, dass ich mein Geschütz geworfen habe. Ich bin mit Granatwerfer rein. Hast du gut gemacht. Wie kommen wir da jetzt rein? Ja, rüberspringen, ne? Über den Zaun hier. Achso, können wir einfach nicht rüber. Achso. Alter, was kommt da? Armee. Alter, wie das abgeht! Ich geh mal aus dem Weg! Da schießt wir Granaten. Hier unten ist noch eine Kiste, ne, wenn wir zurückgehen. Wir haben gerade zu tun, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ja, was denn? Die Hälfte ist doch schon weg! Ja, ja, ja! Geh doch mal durch. Da geben die dir gleich die Hälfte. Sagen die gleich, Alter, Brutti. Wer denn nicht will. Da ist ein Sniper. Links. Kann er ja. Wenn es ihm freut, da oben alleine zu sitzen und nicht vorher vorzukommen, da. Aber ist weg. Mein Geschütz geht richtig ab, ey. Das Vorwehr ja. Gesäubert. Hab ich ja gesagt. Schnell jetzt, bevor sie zurückkommen. So, fahren wir rüber, ne? Jupp. Warte. Ah, nee. Wir beenden mal die Folge und das machen wir in der nächsten Folge. Fahren wir darüber. Alles klar. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.